hinaus aus seinem Dorf. Dunkel und traurig war die Welt. Ein Mädchen in weißem Gewand nahm ihn bei der Hand. So sprangen sie über frisch gepflügtes Feld. Und der Mond schien so bleich, weich auf ihr Gesicht. Man wusste nicht, ist sie lebendig oder tot. Ihre Wangen waren blass, ihre Augen schwarz und ihr Mund, der war blutig rot. Er traf sie auf der Heide, koch mit Getreide. Die Nacht kam bald und nahm sie in den Arm. Und als der Morgen graute, stieß sie klagend leise Laute aus und rannte heim zu ihrer Farm. Sieben Tage wartete auf ihrer Wiederkehr. Sieben Tage lang ist nichts geschehen. Weil ihm Warten nicht genügt, hat er das Feld noch